So, hallo liebe Freunde und Feinde, heute ist der 13. Mai 2024 und was kam raus heute? Ich muss meine Kiste weglegen. Playmobil, zwei neue Busse und zwar zwei gleiche Busse, verrückt. Einmal von Edeka, einmal von Netto. Vom Netto hat die Nummer 71710, der vom Edeka hat die Nummer 71709. Man sieht, Playmobil war unglaublich schlau, gesagt, wir bringen mal beide Fahrzeuge raus und freuen uns, dass die Sammler sich beide kaufen. Es gibt so bescheuerte Sammler, die kaufen sich tatsächlich beide. Es sind aber nicht komplett die identischen. Wir gucken uns das mal an. Von vorne, selbe Foto, ne? 90 Teile, ist ja kein Lego, ne? Ein paar weniger Teile und so weiter und so fort, ne? Und ja, Volkswagen T1 Campingbus, Edeka Edition Fanbus. Und er hier heißt Netto Edition Fanbus. Es ist überall exakt dasselbe drauf. Es gibt nur einen Unterschied. Der Aufkleber bei Edeka ist hier so ein Streifen mit den Weltmeistertagen drauf. Und der hat hier dieses Dekor mit den mehreren einzelnen Streifen. Sonst habe ich nachgeguckt, ne, sind die exakt gleich. Wir sehen das ja hier. Wir sehen das ja hier. Ne, selbe Foto mit dem ollen Daumen hinten mit dem Laptop-Bildschirm hier, dass man dann auch zünftig Fußball gucken kann. Also bis auf diese seitlichen, das ist kein Druck. Ich fürchte, das ist ein Aufkleber, ich weiß es nicht. Ne? Dasselbe. Frag mich nicht, warum. Playmobil geht ja ran an die Konzerne und sagt, ich habe hier was Tolles für euch, wollt da, habt da Bock. Ne? Also haben hier Netto und Dingens, Netto und Edeka gesagt, super, machen wir. Sind zwar dieselben, aber oh, die Leute werden es schon kaufen. Tatsächlich, heute Morgen um 7 war ich bei Netto. Mein Netto-Markt hatte 5 Stück. Als ich um 7.05 Uhr da war, waren noch 3 da. Ich habe mir dann einen genommen, habe mir überlegt, ob ich einen zweiten noch mitnehme als Reserve. Dachte ich aber nicht, reg mich auch immer auf, wenn andere das machen. Ich habe den dann genommen, war einkaufen, ne, für die Arbeit müssen wir zu kaufen und so. Ne. Bin auf dem Rückweg nochmal vorbeigekommen, war keiner mehr da. Das heißt, um 7.10 Uhr, 7.15 Uhr ungefähr waren alle 5 bei unserem Netto verkauft. Schicht. Ne. Bei Edeka war es ein bisschen anders. Die hatten 2 Pappaufsteller A8 Busse, also 16 Busse. Als der gute Mann um kurz nach 7, ich bin vom Netto dann zum Edeka gefahren, als ich da war, stellte ein Arbeiter gerade diese beiden Displays dahin, ne, diese normalen aus Pappe oben mit dem in Plastik verpackt, dieses Diorama aufgebaut, ne, wie es so aussehen könnte. Ich stand da gerade und habe, die haben halt auch diese ganzen Figuren hier gehabt. Ne? Ich weiß nicht, ob ich die alle kaufe, glaube ich nicht. Ne? Weil ich bin nicht so der Figurensammler, ich bin mehr der Fahrzeugsammler. Ne? Also die ganzen tonnenweise von diesen Figuren hatten sie da stehen. Und als er die auspackte, kamen schon gleich die ersten 3, 4 und haben sich da die Busse rausgesucht. Da habe ich gesagt, oh, gleich einschnappen. Ich gehe da stark davon aus, dass morgen keiner mehr da ist von den 18 Stück. Ich habe Glück gehabt. Dankeschön, freut mich tierisch. Ne? So, 71709 Edeka, 71710 Netto. Netto. Natürlich will ich ihn auspacken, aber ich werde mal gucken. Ich denke mal, den von Edeka lasse ich zu, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, hier zwei exakt dieselben hinzustellen. Die anderen sind ja wenigstens in der Farbe ein bisschen anders, wenn sie auch wieder diese ganze Camper-Zeugs drin ist, ne? Playmobil, keine Ahnung, warum nicht mal was anderes, ne? Pritschenwagen, einen Transporter, also normal mit den Sitzbänken, vielleicht auch mal ein
den VW-Bus mit den Sitzbänken, den Transporter hinten einfach nur, wo nichts drin ist hier, ne? Wäre verrückt, die Idee, ne? Aber so haben wir jetzt Bus Nummer 9 und 10 oder so ähnlich, glaube ich mal, ne? Dazu würden noch die kommen, die man sich selber konfigurieren kann im Playmobil Shop, ne? Playmobil.de kann man sich selber die Busse in Farbe zusammenstellen. Ich glaube, drei verschiedene Außenvarianten gibt es, ne? Drei verschiedene Außenhüllen, ne? Und dann kann man innen noch, aber gut. Also, wir sehen wieder meine Lieblingsboxen. Das sind die hier mit der Perforation. Das heißt, sie sollten die an der Seite aufmachen, vorne aufreißen und den ganzen Karton kaputt machen. Ich finde es immer noch scheiße. Man mag es kaum glauben, ne? Aber ich nicht. Ich mache den wie immer vorsichtig an der Seite auf, damit ich die Packung wenigstens einigermaßen hier so einfach so mit dem Finger runtergehen, ne? Vorsichtig, und dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Ah, so, guck mal, jetzt habe ich den so aufgemacht, kann ihn hier an der Seite öffnen. Zack. Und ganz vorsichtig, zack, und zack, so, jetzt habe ich ihn auf, jetzt habe ich den Karton auf, ne? Kann den irgendwann, wenn ich den Bus wieder verpacken will, irgendwann mal, kann ich ihn wieder schön verschließen, ohne dass dieses ganze geriffelte, perforierte kaputt ist, ne? Wie einfach wäre es ja, eine Seite so mit so einer Lasche zuzumachen. Ne? Wäre ja wahrscheinlich überhaupt gar kein Mehrpreis in der Produktion, sondern wird einfach nur, anstatt hier die Perforation an der Seite, ich... So, wir gucken uns das Prachtstück mal an. Er ist wieder wie immer gut verpackt. Hier ist er schon. In einer extra Farbtüte. So. Ist das jetzt schlecht für mich? Ich habe gehofft, dass es ein Aufkleber ist. Es ist ein Druck. Es ist ein Druck. Da sehen wir ihn. Guter, matter, sauberer Druck. Was natürlich doof ist. Und warum ist es doof? Wir müssten jetzt den anderen mache ich nicht auf, nur weil der ein anderes Seitendekor hat. Ne? Wir haben jetzt den hier. Das reicht mir jetzt. So, eine kleine Pause nötig. Also, wie gesagt, schöner VW-Bus, schöner zweifarbiger Druck. Hier wieder abgesetzt mit Silber, der Tropfen vorne. Schöne graue Farbe, die gefällt mir. Sehr schöner Druck. Ich habe ein bisschen gehofft, das wäre ein Aufkleber. Playmobil hat mich mal wieder enttäuscht. Das ist ein schöner Druck. Ich werde trotzdem den hier zulassen, auch wenn der hier jetzt einen anderen Druck drauf hat. Ich stelle mir jetzt nicht zwei ins Regal, nur weil der ein bisschen anderen Druck hat. Nö. Also, gefällt mir. Was steht unten drauf? Playmobil 2021. Ach, das ist das Modell an sich. UK Importer, Trademark, Volkswagen AG und so weiter. So, schön. Wir gucken weiter rein. Wir holen hier wieder raus. Einmal leer den ganzen schönen Kram, was da so drin ist. Also, ach. So, wir haben natürlich das Dach. Klar. Wir haben hier, oh, diesmal in Grau. Finde ich sehr cool. Grau habe ich jetzt noch nie gehabt. Ne? Silber haben wir gehabt, Blau haben wir gehabt, Rot. Grau. Schön, finde ich gut.
Wie ist der von dem? Auch grau. Okay, geschenkt. So. Wir fangen an mit den Reifen, mit den Rädern. Kennt ihr ja von mir. Ne? Zack, 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 zack. Das sind wir die schön gegossenen Räder hier. Mit Aufschrift, schönes Profil. Also wirklich gefällt, muss ich wirklich sagen. Ne? So, zack, zack. Zack. Ich habe es schon immer gesagt, ne? Das ist ja ein Spielzeug. Das heißt, der hier ist ja eher für Sammler. Der hier ist ja eher für Sammler, ne? Aber das Bauen ist hier wirklich Nebensache. Das muss man wirklich sagen. Das Bauen ist hier Nebensache. Aber trotzdem finde ich ihn großartig. So, jetzt ist er richtig drin. Zack. Man baut ihn ja relativ schnell zusammen. Ne? Das ist ja jetzt nicht so ein Wunderwerk der Technik, das ganze Teil. Ne? Muss auch nicht sein. Das wäre natürlich nochmal eine Idee, so ein VW rauszubringen. Komplett in Einzelteilen, wie zum Beispiel diese Special Edition, die man sich bestellen kann mit dieser Farbzusammenstellung, der kommt ja fast auch komplett in Kleinteilen. Ne? Das wäre zum Beispiel mal was für von Playmobil, dass man sagt, Mensch, wir bringen mal so einen VW-Bus raus, den man komplett zusammenbauen muss. Also wo nur alles Einzelteile sind. Mir gefällt er schon. Mir gefällt er schon jetzt. Das muss ich wirklich sagen. Wir gucken uns mal an. In der Tüte sind wir die Blinkerteile drin und die Rückspiegel. Außerdem Seitentüren. Dann dieser Schrank für die Seitentür. Hier haben wir drin den Klapptisch. Wir haben drin natürlich die Spiegelfolie für den Einbauschrank. Wir haben wieder diese unseligen Aufkleber. PM für Playmobil 24 fürs Jahr 2024 und 71709 die Nummer. Ne? Ich würde so gerne normale Kennzeichen haben. Berlin, München, Köln, irgendein Schrumpf, ne? Von mir aus Schaumburg-Lippe oder so ein Eumelgebäumel, ne? Egal, von mir aus auch OHZ, ne? Ochsen hinterm Zaun, irgendwas. Ach ja, je, ne? Dann haben wir jede Menge Aufkleber. Wäre es Lego, würde ich durchdrehen bei Playmobil. Sind wir es ja gewohnt. So. Die Tüten tun wir vorsichtig weg, sogar die behalte ich ja. Wir haben hier eine Anleitung, ne, wo man draufsteht, so oh, 95 und Baujahr 62, natürlich, ist ja immer derselbe. Ne? Hier sieht der komplett weiß aus. Ne? Wäre auch schön, ein weißer. Ach, hier ist er wieder normal in Grau. Da sieht man es, ne, die Bauschrittunterteilung, ne, wie man den baut. Dings habe ich schon reingebaut. Oh, ein Klapptisch ist dabei. Kiste Bier ist dabei. Also das Wichtigste ist dabei. Das ist schön. Das freut mich. Das ist jetzt auch wieder so ein Sondermodell, wo ich sagen muss, okay, den werde ich wohl auch mal komplett bauen. Die anderen habe ich ja teilweise überhaupt nicht ausgebaut, weil ich dachte, ah, vielleicht baue ich die nochmal um oder so. Ich habe noch ein paar andere im Keller liegen, ne? Ein paar Sätze. Ne? Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Nü, mo. Das muss man wohl. Hier ist das Zubehör dran. Ich freue mich. So. Es
Lenkrad ist schon eingebaut. Lenkrad eingebaut. Wir brauchen das ganze Kleinzeug. Das Gute an so einem Vintage-Tisch hier ist, das fällt gar nicht auf, wenn ich da nochmal mit einem Cuttermesser drauf schneide. Das ist natürlich praktisch. Das kommt weg. Bin ich jetzt Jack? Wo ist denn der? Hier ist die Kiste Bier drin mit den Flaschen. Finde ich gut. Kann man immer gebrauchen. Hier ist drinne Klapptische und so weiter. Die sind immer neu gepackt. Anstatt, dass man wirklich sagt, ich nehme eine Tüte, wo alles drin ist, was für ein Innenraum ist. Eine Tüte, wo alles drauf ist, was fürs Auto ist. Und eine Tüte ganzen Dekokram. Ne? Aber das kriegen die auch irgendwie nicht gesteuert. Ne? Das finde ich echt äußerst schade. Wir sollen hier reinbauen den Teppich. Das ist ein Aufkleber, der Teppich. Das Gute ist, der passt hier richtig rein, ganz sauber. Ne? Also das ist wirklich, ne? Teppich, lass mal so stehen, Teppich, dann ist hinten der Tisch. Wir bauen den jetzt tatsächlich mal wieder komplett. Auch wenn ich das eigentlich gar nicht so super finde. Aber es ist die Jubiläumsausgabe und der wird sicherlich Jubiläumsausgabe bleiben. So, zack. Hinten Teil des Sofas. Schön, freut mich immer totalstens. Dann haben wir hier haben wir diesen Sitz, den man umklappen kann, ne, zum Sitzen und zum Schlafen. Das ist natürlich auch ganz nett. Und zack. Das Ding ist natürlich, ich habe ja schon ein paar Mal gebaut, deshalb weiß ich ja ganz genau, wie das hinkommt und bin da nicht mehr am Rumprobieren und am Rumsuchen. Ne? Das ist jetzt das Sitzgedöns hier. So, der kommt jetzt dahin. Ne, kann man jetzt da drin, kann er sitzen. Ne? Cool, passt schon, geht schon. So, wir sollen einbauen, dass die Seitentüren, das sind die Seitentüren hier, sehr sauber gemacht, muss man sagen. Wir haben hier die Teile der Tür mit dem Klapptisch. So, wir haben hier den Klapptisch. 1000 leere Tüten hat man immer, ne? Das ist wirklich hier wirklich die Pest teilweise. Finde ich auch nicht gut, muss ich sagen, wenn es zu viele Türen und so sind. Zack. Was ich nicht habe, was ich vermisse schmerzlich, sind tatsächlich, das sind tatsächlich die, der VW-Stern. Wo ist der denn drin?
hier Probleme jetzt da drin. Die Dinge eingesetzt, ne? Jetzt kommen die. Kommen die Hecklichter. Die Hecklichter haben hier so eine Aussparung, dass die wirklich nur in eine Richtung reinpassen. Ich finde schon, man hätte diesem Bus die verchromten Stoßstangen und so präsentieren können. Hätte man machen können. Das ist der Grill, das ist alles Zubehör. DM. Ne, hier mal kleine Figuren drin. Kind hier, wo ist das Kind? Da ist das Kind. Lasse ich erstmal zu. Ihr wisst ja, es ist immer so eine Sache. Ne? Macht man das oder nicht? Hier ist das VW-Zeichen. Wie gesagt, das hätte ich mir schon gewünscht, dass das in Chrom kommt, weil das gibt es ja in Chrom. Ne? Das haben wir hier. Bei dem ist ja auch alles in Chrom. Ne? Hier ist mir letztens beim Putzen der Dings abgegangen. Den muss ich wieder ankleben. Der blöde Seitenspiegel, das hat mich voll geärgert. Da war ich äußerst aggro, muss ich gestehen. Das muss ich wirklich sagen. Da war ich maulig. Da war ich maulig. Guh. Zack. Aber ja, so ist das halt, ne? Zack. Bei den Lampenhaltern hier, beim Lampenrahmen auch, ne, rauflegen, drehen. Der passt nur in eine, da. Der passt nämlich nur in eine Richtung rauf und dann kann man den schnell. Und der ist immer Reserve. Es ist immer so ein Lampenschirm in Reserve, falls man den mal mit seinen Wiener Würstchenfingern kaputt bricht oder so. Ne? Da haben sie mitgedacht. Haben sie da. Tatsächlich. Das ist fünf. Das ist keine Ahnung. So. Könnt schon mal hinten den Dings raufbauen hier, den. Zack. Da haben wir hinten schon mal den Dings raufgebaut hier. Die Motorklappe. Cool. Das ist eine schöne Version übrigens vom T1. Schöner wäre es die ganz. Das ist ja der hat ja hier die geteilte Frontscheibe und so. Ne? Den gibt es aber noch mit noch kleineren Lampen hinten. Die ganz erste Version. Aber. Nur froh sein, dass wir überhaupt was haben, ne? Von denen. So, hier brauchen wir, das haben wir eingebaut. Wir brauchen jetzt die, das sind diese Teile hier, sind für die Türen. Ne? Das heißt, die hakt man hier einfach ein. Klack, das sind so die Türangeln, die man da so reinklickt. Klack. Klack, Türangeln fertig. Weiter geht's. Hinten haben wir drin, das haben wir drin, das haben wir drin. Sitz. Mach Sitz. Machst du jetzt Sitz? Machst du jetzt Sitz? Wuff. So. Jetzt kommt noch die Sessel drauf von dem Stuhl. Eins und zwei. So, guck mal. Stuhl. Polster drauf. Und zack, alles drin.
Cool. Freut mich. Check. So, wir brauchen jetzt den Klapptisch. Der Klapptisch wird hier richtig ätzend eingebaut. Hier. Klapp. So, da ist er jetzt drin. Und dann kann man den runterklappen, aber nicht ganz, weil da ist ja der Dings im Wege. Le on. 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 Ach, ich muss ihn rausziehen. Dann klappt er richtig runter. Ah. Der hakt hier ein bisschen zwischen. Das ist nicht geschickt gemacht. Definitiv ist das nicht geschickt gemacht. Na gut, ich ziehe ihn gleich wieder aus. Oh. So, dann haben wir hier diese Waschdingenskirchen. Aber was ich nicht habe, ist der kleine Pönökel vom Waschbecken. Der kleine Pönökel. Habe ich ihn irgendwo drin gelassen. Mir fehlt die Hälfte im Waschbecken. Das ist komisch. Ja, aber muss ich suchen. Zack. Und mir fehlen wirklich gerade Teile. Das ist spannend. Gut, nicht gut. Mir fehlt ein Teil. Nee. Das ist ja denkbar dumm. Also jetzt bin ich ratlos, weil while ich hier wirklich ein Teil fehlt. Verdammt, habe ich noch nie gehabt bei Playmobil. Ich noch nie gehabt. Bei Playmobil. Das ist ja wirklich. So, das habe ich noch nie gehabt, dass ein Teil fehlt. Ach, hier ist es drin.
wieso packen die das hier mit rein? Verstehe ich den ganzen Tag nicht. Weil das ist doch das, was in jedem Camper drin ist. Und hier ist die Bierkiste drin, die es noch nicht gab beim Camper. Warum verpackt man die Sachen so? Ja, da ist es. Das fehlte. Und hier ist auch der Wasserhahn drin. Verstehe ich nicht. Verstehe ich den ganzen Tag nicht. Ich hätte es sonst nämlich wahrscheinlich zugelassen. Weil ich ja eigentlich so die Zubehörteile gar nicht so brauche. Jetzt tue ich mir mal die Flaschen rein. Kiste Bier mit Flaschen, ganz wichtig. Ganz wichtig. Hier ist eine Cola-Dose, hier ist eine Konservendose, diese Dings, ne? Die Flaschen könnte ich nachher für meine Römerwelt noch gebrauchen. Ich will ja vielleicht noch so eine kleine Damas, fertig. Oh, schön. Ich freue mich. So, da ist es drin. Ja, und jetzt kann man hier ausklappen. Hier hat man dann wie so ein Tisch. Ne? Hier hat man so eine kleines Ablagedings, ne, unter der Spüle. Finde ich gut. Gut ausgedacht. Da verpacken die das da alles drin. Ne? Verstehe ich den ganzen Tag ja nicht. Ne? Muss ich auch nicht. Wäre auch völlig bekloppt, sowas zu verstehen. So, jetzt haben wir hier... Hier kommt in die Tür so ein Dingsbums rein hier, dieses Pinökel. Dann kommt da die Spiegelfolie rauf. Voll glänzend. Die Spiegelfolie kommt da rauf. Ne? Das ist da rauf, Spiegelfolie. Mein Patschehändchen mit dem Hemd abwischen. Und davor kommt auch noch mal Tisch, da kann man jetzt so sich dann waschen, so als Waschtisch oder so, ne? Zack! Und der kommt da noch rein, das ist halt jetzt der für... Kann man auch Flaschen und so reintun, ne? So. Zack. Zack. Ich glaube, ja, jetzt kommt noch die ganze Zubehör, Tische und so, Tische, Stühle, die Figuren, ein Fass haben wir hier, auch geil, ne? Was ist das, eine Trommel soll das sein? Eine Trommel soll das sein. Yay, Trommel. Eine Trommel. Trommel. Cool. So, aber das soll es erstmal gewesen sein fürs Video jetzt. Ne? Also Kleinzeug könnt ihr sich sicherlich vorstellen, wie das nachher aussieht. Ich lasse sie. Der hat so ein Trikot an, ne? Mit Schwarz-Rot-Gold drauf. Jeanshose, Schwarz-Rot-Gold. Er hat ein Trikot dran. Ihr habt ja auch so ein Trikot. Na. Ihr habt auch so ein Trikotart drauf. Ne, mit einer 1. Weltmeister. Ne? Dann haben wir noch ein paar andere Sachen drauf. Jo. Cool. Schön. Gefällt mir bannig. Auch die Farbe gefällt mir sehr schön. Wie wir hier sehen. Schön. Gold, grau, hier abgesetzt. Ne? Finde ich gut. Mir gefällt er. Wie gesagt, den zweiten hier baue ich gar nicht auf. Der kommt so erstmal in den Schrank, wo die anderen Sachen sind. Keine Ahnung. Ja. 71, 709 und 710. Das hier war der von
Edeka. Coole Farben, so. Ausgezeichneter Druck. Ausgezeichneter Druck. Jetzt muss ich nochmal hier die Händepatscher drauf, die muss ich nochmal wegwischen, ne? Und dann finde ich das, ach, ich mache jetzt hier mal diese blöden Aufkleber rauf. Ich bin mein Rebell. So, im Hintergrund piept mein Funkmeldeempfänger von Feuerwehr. Wir haben es nämlich, Probealarm ist jetzt immer. Deshalb bin ich so entspannt. Wäre heute nicht Montag, ich würde sofort aufspringen und würde wahrscheinlich in einer Stunde kommen, um das Handy wieder aufzumachen. So, jetzt habe ich mir die Aufkleber raufgemacht. Ne? Ich finde die zwar immer scheiße, aber cool. Wie gesagt, mir gefällt die Farbe sehr gut. Gut getroffen. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich den ganzen anderen Rest noch mal zusammenbaue hier. Weiß ich noch nicht. Könnte ja mal zum Spaß machen. Was haben wir hier alles? Das hier ist der Fernseher nachher. Das hier vorne ist der Bildschirm praktisch. Ne? Und da soll dann halt hier der Aufkleber rauf. Ja, so. Klapptische noch dabei, Spüle noch dabei, die Zahnputz. Tube, die übliche noch dabei. Wir haben hier die übliche Milch oder Essens, also Milch Tüte dabei, den Tetrapack Milch. Ne? Ist es nett, ne? Muss ich sagen. Das finde ich schon recht cool. Fassbier wäre noch geil, ne? Ein Fassbier wäre noch geil. Leider nicht. Fassbier, das wäre noch geil. Aber gut. So. Ne? Hier ist das. Das hier wäre jetzt der. So, das wäre zum Beispiel der Fernseher. Ne? Kommt vorne der Aufkleber rauf und dann jubeln wir alle zu. Schön. So. Wie gesagt, da der zweite Bau gleich ist, werde ich den nicht aufbauen. Ja, werde ich den nicht aufbauen. Ja. Fernseher mit Fußballspiel. Yay! Deutschland vor. Irgendwie noch ein Tor und so. So. Schön. Guck mal an hier. Mal reingucken hier. Hübsch. Hübsch. Ich finde den T1 immer noch ein sehr gutes Modell und sehr schlau von Playmobil. Ich würde mir jetzt noch andere Autos wünschen. Golf 1, ne? Passat, der frühe eckige Passat, würde sich super eignen. Ne? Ein Kadett, Alter, wie würde ein Kadett, wäre das geil, ein Kadett zu haben oder so. Ne? Muss man sich halt mal um eine Lizenz bemühen und ich muss sagen, das lohnt sich, glaube ich. Ne? Weil wir sehen es bei Lego auch, Lego macht ja auch Kohle mit Lizenzen. Ne? Playmobil hat jetzt Asterix, finde ich total cool. Ne? Asterix geil, aber ich habe das Gefühl, als Asterix auch hauptsächlich an die Erwachsenen und die Fans geht und nicht so die Kinder zum Spielen, weiß ich nicht. Ne? Aber ich will mir zum Beispiel gucken, was gibt es noch so für freie Lizenzen, wo man was so machen kann. Ne? Star Trek hat Playmobil ja auch, ne? Star Trek, Asterix, dann hier so AT Magnum, aber das kennen ja die Jüngeren gar nicht mehr. Ne? Das ist wirklich Fanservice für die Älteren. So, der kommt jetzt schön ins. Der hat gar nichts hier oben drauf, ne? Der hat gar keine Kisten, weil die anderen haben ja immer Kisten drauf gehabt, ne? So, cool. Ich freue mich. Ich finde es ein bisschen blöd, wie gesagt, dass wir hier den identischen haben, nur mit einer anderen Bedruckung drauf, auch wenn der Druck super ist, ne? Also das tue ich jetzt nicht, den zweiten auch noch aufbauen. Nein, tut mir leid. So. Zufrieden. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Ne? Ach so, von diesen hier gibt es ja jetzt auch die ganze Mannschaft für die EM. Ne? Ich glaube, 16 Figuren meine ich. Und das hier ist, hinten stehen dann ja mal drauf hier, ne? Manuel Neuer. Und das ist dann Timo Werner mit Geburtstag und Größe und Gewicht und Position. Ne? Manuel Neuer, Steckbrief, 1,86, Größe 1,93. Ui. 93 Kilogramm Torwart. Cool, ne? Hat man hier dann hinten Dings, ne? Hier unten mit so einem lizenziertes DFB-Modell, hier mit so einem Hologramm. Ne?
Ich traue mich gar nicht, die aufzumachen. Ne? Und hier unten natürlich wieder 50 Jahre Playmobil. Ne? Steht das hier auch drauf? Nee. Nö. 50 Jahre Playmobil. Das ist geil. Ich kann mir sehr vorstellen, gibt es noch einen Koffer dazu, so einen Sammelkoffer, wo man alle Figuren dann reinlegen kann. Ne? Dann hat man so einen Koffer zum Aufklappen und auf jeder Seite sind dann 8 Figuren drauf, ne? Drin. Geil. Finde ich richtig coole Idee. Und wie gesagt, ich traue mich gar nicht, ihn aufzumachen. Weil ich weiß gar nicht, ob ich die mir alle kaufe und hinlege oder so. Ne? Aber ich finde, Playmobil muss aufgebaut sein. Playmobil ist nichts, wo ich jetzt einen Karton ins Regal stelle. Ne? Der hier ist jetzt wirklich ein Unterschied, weil das halt derselbe ist, nur mit anderen Bedruckungen. Ne? So viel Platz habe ich langsam auch nicht mehr. So, ich freue mich. Ja, jetzt heißt es hier aufräumen. Sieht hier wieder aus wie Grütze hier, überliegen die Tüten rum. Aber ich freue mich. So, bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Auf Wiedersehen.